Hallo, ich begrüße dich zu diesem Video. Heute geht es um die Frage, sollst du eine YOLO Box Pro kaufen oder sollst du in ein Atem Mini, ein Gerät der Atem Mini Serie investieren? Kurz zum Hintergrund, ich streame schon sehr lange mit den verschiedenen Atem Minis. Ich habe selbst zwei Atem Minis, unter anderem den Atem Mini Extreme ISO, also das Gerät am oberen Ende der Fahnenstange. Und ich nutze die Atems in allen möglichen Varianten. Meistens streame ich direkt raus aus den Atem-Geräten und ich spiele zusätzliche Informationen dazu und ich nutze Peripheriegeräte von Blackmagic Design, die ich integriere und seit kurzem arbeite ich auch mit der YOLO Box Pro. Und die YOLO Box Pro kann mir einen Traum erfüllen, der mit den Atem Mini-Geräten nur sehr schwer zu erfüllen ist. Auch dazu habe ich die entsprechende Technik, aber es ist hochkomplex, mit den Atem Mini-Geräten mobil live zu streamen. Dazu brauchst du spezielle Akkus, eine extra Stromversorgung. Du musst dann über dein Smartphone sozusagen die Internetverbindung aufbauen. Also brauchst nochmal ein extra Gerät. Also viele verschiedene Geräte brauchst du, um mit den Atem Mini-Geräten mobil live zu streamen. Hochkomplex, schwer, groß. Du brauchst eigentlich auch noch parallel einen extra Rechner, den du betreibst. Also im Notfall ist das möglich, aber vergiss es. Du machst es nicht, es macht keinen Sinn. Schreib's gerne in die Kommentare, wenn du schon mobile Livestreams mit der Atem-Familie gemacht hast. Und die YOLO Box erfüllt mir einen Traum. Euch mitzunehmen, mobil, on location, spontan streamen zu können und in der YOLO Box ist alles vereint. Es ist der Monitor vereint. Ich sehe, was ich streame. Ich habe eine komplette intuitive Touch-Bedienung. Ich kann eine eigene SIM-Karte integrieren, mit der ich live streamen kann. Also nicht noch eine zusätzliche Schnittstelle mit meinem Smartphone, wo ich dann einen WLAN-Hotspot aufbaue oder Geräte per Bluetooth verbinde. Nein, ich kann mit diesem Gerät, ich hätte fast gesagt, wo immer ich bin, wenn ich eine vernünftige Mobilfunkverbindung habe, kann ich überall livestreamen, ich kann eine Kamera anschließen, ich kann Medien von der SD-Karte abspielen und das ist die tolle, das sind die tollen Möglichkeiten der YOLO Box Pro. Ich habe sie vom Hersteller geschenkt bekommen, ich darf sie behalten. Nichtsdestotrotz bin ich kritisch, es gibt ein paar Kritikpunkte, es gibt einen ausführlichen Test und eine ausführliche Einführung zur YOLO Box Pro auf meinem Kanal. Das Video findest du hier, das verlinke ich dir. Solltest du dich für die YOLO Box Pro interessieren, dann solltest du dir das Video unbedingt angucken. Für den stationären Livestream, da bietet dir natürlich die Atem Mini Familie deutlich mehr Möglichkeiten. Du hast ja ein professionelles Fundament und du hast eine super stabile Technik. Du hast keine Kompatibilitätsprobleme an den HDMI-Schnittstellen. Du hast eine solide Hardware, Streaming-Hardware, die nur für das Streaming ausgelegt ist. Auf die kannst du dich hundertprozentig verlassen und in der Softwaresteuerung und die technologische Basis ist ja eine professionelle Technologie, die hier nur noch mal geschrumpft wurde, wo nur wenige Funktionen abgespeckt wurden und wo du alle professionellen Peripheriegeräte integrieren kannst. Also du kannst sozusagen dein Setup aufbauen, du kannst wachsen. Du kannst Geräte anschließen, um beispielsweise Videoquellen oder auch entsprechende Overlays
automatisch per Knopfdruck mit zuzuspielen, indem du über Keying oder Stanzmasken, Lower Thirds, also einspielst. Also die Möglichkeiten aus der Atom-Familie sind, ich sag mal, unbegrenzt. Und du hast bei den Atom-Geräten natürlich eine etwas haptischere Knopfbedienung und auch viel, viel mehr Möglichkeiten. So, und wenn du das kleine, das kompakte, das mobile Setup suchst, dann ist die YOLOBOX Pro nicht zu schlagen. Dann brauchst du eine YOLOBOX Pro. Und wenn du einen unkomplizierten stationären Livestream machen möchtest und nicht so viel Technik aufbauen möchtest und wenn du keinen extra Monitor und keine zusätzliche Hardware, zum Beispiel um auch Videos einzuspielen, anschließen und aufbauen möchtest, dann ist die YOLOBOX Pro für dich das richtige Gerät. Etwas eingeschränkten Funktionsumfang, nicht unbegrenzt erweiterbar mit zusätzlichen Funktionen, aber hoch integriert, alles in dem kleinen Gerät per Touch zu bedienen und auch gleich einen Monitor, du siehst, was du tust. Also ein unkompliziertes, tolles Gerät, um ganz easy live zu streamen. Und ich sag mal, deine Zuschauer werden ein sehr professionelles Live-Erlebnis haben mit der YOLOBOX Pro. Natürlich sind auch die anzuschließenden Geräte, Kameras, was weiß ich, Xbox oder auch Computer, die du anschließen möchtest, das ist alles etwas reduziert. Du hast nur 3 HDMI-Eingänge, bei der Atom-Miniserie mindestens 4. Bei der Extreme-Serie sogar 8. Da hast du natürlich mehr Möglichkeiten, aber für einen soliden, einfachen Livestream reicht das allemal aus. Zum Abschluss noch ein Wort zum Thema Stabilität und Qualität. Ja, die Bildqualität der Atom-Geräte ist etwas besser und die Atom-Miniserie ist auch in der Praxis wesentlich stabiler. Das ist eine speziell für den Streaming-Einsatz konzipierte Hardware und die Funktionen sind nicht per Software implementiert. Das ist Software gestützt, aber wesentlich hardwarebasierter und deswegen performanter, deswegen eine höhere Qualität und auch eine geringere Fehleranfälligkeit. Die YOLOBOX Pro und die YOLOBOX, die basieren auf dem Android-Tablet, auf dem Android-Betriebssystem und YOLOLEAF hat dann darauf eine eigene Oberfläche entwickelt. Das heißt, es sind wesentlich mehr Funktionen softwarebasiert umgesetzt worden. Und da ist natürlich die Fehlerquelle etwas größer und deswegen ist da mal ein Absturz etc. nicht ganz ausgeschlossen. Ich habe im Livestreaming noch keine Probleme gehabt. Sie hat einwandfrei funktioniert. Ich bin mit der Streaming-Qualität zufrieden. Aber diese Unterschiede solltest du wissen. Ich finde, es ist kein Entscheidungskriterium, sondern du musst dich entscheiden, was für ein Use Case, was für ein Einsatzzweck du hast. Und zum Abschluss einen ganz ehrlichen Satz. Ich bin froh, dass ich beide habe. Denn es sind 2 völlig unterschiedliche Use Cases und ich bringe Livestreams in beiden Use Cases zum Einsatz. Ich streame in beiden Use Cases und deswegen bin ich froh, dass ich beide Geräte habe. Danke an YOLOLEAF, dass sie mir die YOLOBOX Pro kostenlos zur Verfügung gestellt haben. In meinem ausführlichen Test erfährst du auch alle Schwächen der YOLOBOX Pro und da bin ich ganz offen. Aber eben, es gibt auch Stärken. Das ist ein regelrechtes Alleinstellungsmerkmal der YOLOBOX. Schreib unbedingt
deine Einschätzung in die Kommentare. Was ist für dich das bessere Setup? Und wenn du dich für ein Gerät entscheiden müsstest oder entscheidest, wofür entscheidest du dich? Und was hältst du vom mobilen Livestreaming, von der Fernsehproduktion für alle? Das sind neue, ungeahnte Möglichkeiten. Und schreib gerne mal deine Einschätzung zu den Geräten und zu diesen neuen Möglichkeiten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt über eure Einschätzung. Daumen nach oben hilft dem Video, das wisst ihr. Ich erinnere euch nur noch mal dran. Ich freue mich aufs Wiedersehen. Bis dahin. Tschüss.